Bestaunt meinen Herren, die Haut, hart wie der Fels, hart wie Granit, wie ein Sturm fegt er übers Land, fegt alles hinweg. Er kommt von weit her, aus den meridianischen Dschungeln bringt er den Tod, auf der Suche nach Ruhm und Ehre für die schwarze Mutter. Wir wandeln im Garten seines Ungestüms. Ich habe das Privileg und das Vergnügen, euch einen Streiter vorzustellen. Seine Blutlinie reicht in das myranische Zeitalter zurück. Und nun, ohne blumige Worte zu verlieren, ohne Gruß aufzutragen, hier kommt er, der Fahnder der Stille, der Beschützer der schwarzen Pyramide, die Exekutive des allmächtigen Rassasor, der Große, der Einzige, Lucarus von Kemet! Das Publikum tost, brüllt, seine laute Stimme überschlägt sich, alle rufen einen Namen, Lucarus von Kemet. Aluth Mangrace wischt sich einmal mit einem Tuch über die Stirn, die pomadigen Haare nach hinten gestrichen, nochmal den Zylinder glatt richten, schaut er einmal ein bisschen verächtlich zu euch. In der anderen Ecke, ein bärtiger Tobrier, der sich entschieden hat, mit Hosen zu kämpfen. Was für ein altfältiger Narr aus dem Norden, Herodin, aus einem Haus, das sich selbst auslöscht und keinen Namen würdig ist. Verneigt sich ein weiteres Mal, ein drittes Mal und geht dann vom Platz. Lucarus! Ich würde zum Platz treten. Warten, bis sich die Stille wieder einstellt, einigermaßen. Du stehst erstmal eine Minute da, bis dann der tosende Applaus irgendwann abebbt. Ich hebe die Hände nach rechts und links, um Stille zu gebieten. Verneige mich dann in Richtung von Galotta. Galotta. Wende mich wie an die Menge, an das Publikum sozusagen. Eure Majestät, hohe Herren und Damen, im Angesicht der dunklen Pracht Yolgomax tritt mein Herr, Herodin von Dunkelschen, vor, um für die Ehre Gloranas zu streiten. Möge der Rächer von der wabernen Lohe diejenigen strafen, die unrechtmäßig streiten, und diejenigen mit dem Sieg belohnen, die unter den Augen des Kaisers kämpfen. Rechtmäßig kämpfen. Unter den Augen des Kaisers kämpft mein Herr für das Recht, an seiner Seite zu kämpfen und zu streiten. Und nicht mit dunkler Magie, sondern mit seinem Können und seinen Fähigkeiten. Dieser Kämpfer auf der Gegenseite kämpfte mit dunkler List und Tücke. Dies mag unter den Augen des schwarzen Drachen genehm sein. Doch nicht hier in Yolgomak. Hier siegen nur die Besten. Und verbeuge mich nochmal und trete ab. Würfel mal eine Überzeugenprobe. Öffentliche Rede würde gelten. Können. Währenddessen reibt Aluth Mangrace den Rabenschnabel von Lucarus mit einer braunen Paste ein. Ich hätte überreden. Überzeugen. Dafür haben wir überzeugen. Dann müsste ich ableiten. Dann sprich ich ableiten. Kommt aus dem gleichen Baum, wir machen eine plus 5. Okay. Nein. Ja, das Publikum nickt, es wird höflich applaudiert. Möchte jemand anderes sein Glück versuchen? Der soll ruhig mal unbeliebt sein. Gut. Lucarus greift seinen Rabenschnabel, der jetzt eingerieben ist, aus der Hand von Aluth und tritt in die Mitte mit seinen schweren Plattenstiefeln, die knirschen unter dem lebendigen Sand. Organisch, fleischartig. Ich atme nochmal tief ein. Aus, trete ebenfalls in die Arena. Also seine Initiative ist, ich muss gerade überlegen, warum, ja doch, er hat ein Großschild, 19, 17, 17 plus 1 wie 6. Dann ist er bei der 21. Einen Moment, ich finde meine Ini nicht hier.
Nicht noch bei der 17. Gut, dann hat er mehr als 4 Punkte oder 4 oder mehr Punkte. Du bist bei 19, ne? Du hast noch Behinderung 4, das heißt. Ach nee, du hast keine Rüstgewöhnung. Na, du hast noch immer keine Rüstgewöhnung 3. Ne? Was hat er denn für eine Rüstung an? Das kann man schauen. Schuppenpanzer. Rüstungsschutz 5. Ein dunkler Schuppenpanzer mit Basiliskenschuppen. Was hat er für eine Behinderung? Hier steht Rüstungsschutz 5 und die Initiative ist da schon eingetragen. Also 17 okay. plus 1 6. Wie gesagt, er ist bei der 21 und hat dementsprechend 4 oder mehr Punkte. Er möchte gerne auf N starten, nicht auf S. Kann ich ihm nichts gegen tun. Nicht verwehren. Er hat die höhere Initiative, er dürfte anfangen. Was möchtest du gerne tun? Bevor er irgendwas tut, freie Aktion, ich lasse mein Schild fallen. Das sei genehm. Meine Ine steigt um 2 Punkte. So. Erste Aktion? Oder erste Aktion? Ich bin auf DKN, ja? So in der Mitte des Rings? DKN, Mitte des Rings. Ich vergrößere die Distanzklasse. Angriff erschwert um die 4. Gehen wir durch. Vergrößert. Mhm. Dann macht er einfach mal, ich schaue mal nach, auf was er kämpft. 20. Die falsche Distanzklasse ist plus 4, ne? 6. Immer 6 Punkte. Das kommt drauf an. Plus 4 oder plus 6, je nachdem, ob du zu klein oder zu falsche hoch bist. Falsche Distanzklasse ist immer plus 6. Plus 6. Dann mach du da mal an eine du denkst an deine Finte. Kann er nicht. Er darf kein Manöver ansagen, weil er keine Sache erst hat. Danke, Johnny. Ich vergesse es jedes Mal. Deswegen liebe ich den Mann, der was anderes. Attacke zum Verkleinern. Beziehungsweise, warte, ich ziehe einfach vor. Kann ich ja machen. Du hattest gesagt, zu spät. Zu spät. Das hättest du wirklich vor der Aktion sagen müssen. Du kannst nicht erst mich alles würfeln lassen und dann sagen, ach, ich ziehe im Ring vor. Nein. Ja, ich kann. Okay. Das stimmt, ich lasse es dir jetzt durchgehen, aber ich kann immer sagen, stopp. Immer. Natürlich, kannst du. Musst du dann aber auch. Nicht hinterher. Kann mir ja angucken, was du tust. So, alles klar. Ich sag an, ich möchte die Distanzklasse wieder verringern. Mach ich jetzt einfach mal. Ich möchte disparieren. Ja. Wann muss ich dir nicht sagen, aber. Dispariert. Gut. Wenn er nichts tut, möchte ich wieder vergrößern. Auf was? Auf P? Ja. Auf P. Okay. Ist wieder Angriff gegen die 4. Ist wieder gelungen. Wir stehen auf P. Gut. Dann habe ich noch eine Aktion. Mhm. Ich löse mich aus dem Kampf, mache einen Schritt zurück. Interessant. Ich bin mir sicher, da kriege ich einen Passierschlag für. Plus 8. Plus 8 plus 6 sind also insgesamt die 14. Sehen wir uns das an. Ist egal. Er nimmt keinen Schaden. Ist egal. Also, ja, man bringt Schlag. Mach halt trotzdem. Ja. Also, jetzt bin ich um 2 erleichtert, weil mein Inni-Modifikator plus 2 beträgt. Hm. Dann sind die plus 12. Nehmen wir sogar durch. Dann kannst du nochmal Schaden machen. Bitte. Er verliert. Aha. Er verliert Inni. Ich weiß noch nicht, wie viel. Die 6 war es doch nur bei deinem Schlag. Wenn du von einem Passierschlag getroffen wirst, verlierst du Initiative. Ich weiß nur gerade nicht, ob das ein W6 war oder so viel, wie man in den Modifikator beträgt. Achso, das war nicht. Ich würfel einfach mal ein W6. Ein W6 Punkte, ja. Gut, 5 Punkte verliert er. Damit steht er unter mir. Ja. 21 minus 5. Gut, ihr seid aus dem Kampf gelöst. Deine Aktionen sind alle durch. Was willst du tun? Ich würde mich einmal orientieren. Ah, was hat er vor? Damit steigt meine Initiative von der 17 auf die 23. Nach einer Aktion. Du bist dran. 3. Was wird das, Gamet? Die Angst zu kämpfen? Wenn euch eine Prügel anschlägt, dass eure Frau nach euch noch auslachen würde. Kommt ran, los! Gut, dann hast du deine Aktion verbraucht durch Sprechen.
Sturmangriff. Gegen Garten. Ja, alles klar. Sturmangriff. Ich kann den erschweren. Nein. Also ja, zum Schaden zu erhöhen. Zum Schaden zu erhöhen. Nicht zu finden. Ja, dann. Ja. Dann. Komm, 5er Wucht ist immer drin. Ich greife einfach auf die 20. Ja, mache ich. Ich mache einen 2er Wuchtschlag. 20 plus 4. Plus 2, das ist auf alle Fälle getroffen. Halten wir entgegen, er kriegt übrigens eine 6er Erschwernis. Hast du die mit angerechnet? Oh, nein, warte! Er kriegt eine 12er Erschwernis. Wofür denn? Weil er zwei Distanzklassen durchlaufen muss, die ich angreifen kann, die er aber nicht hat. Naja, auf was greifst du denn dann? Auf S? Kann sein, dass ich die P nicht kriege, da hast du recht. Natürlich. Moment, ich schau was eben, ne? Ja, du kriegst, also 6er Erschwernis kriegt er, weil du eine bessere Distanz hast, das stimmt doch. Haben wir nur 6, aber das ist ja immer noch genug. Hat er es dann geschafft? 23. Er hat 4 Initiative-Punkte mehr als du, das heißt, er kann sich aus. Ist nicht die. Nein, das geht für beim Sturmangriff ist die Regelung anders. Richtig, denn er dürfte sich die Distanzklasse jetzt aussuchen, weil er seinen Sturmangriff geschafft hat. Aber durch das Gegenhalten lasse ich ihn auflaufen. Das heißt, wenn ich es gleich schaffe, lande ich in der höheren Distanzklasse. Aber. Aber er hat so oder so 6 Punkte Erschwernis. Völlig egal, ob ich jetzt mein Ding schaffe. Und damit hat er seinen Sturmangriff nicht geschafft. Muss nur ganz kurz. Richtig, aber ich will trotzdem erstmal das Gegenhalten haben. Ja, ja. Moment. Ist das denn der Fall? Gegenhalten ist auch in der Tat geschafft. Die Art des Angriffes ist um 6 Punkte erschwert, da eine Distanzklasse überbrücken muss, was oft dazu führt, dass der Gegenangriff des Verteidigers besser ist. Ist die Art des Angriffes schlechter, leider die zusätzlichen TP eines Sturmangriffs selbst. Dem Verteidiger wird dann die Hälfte dieses Wertes angerechnet. Ja, Sturmangriff kannst du ja nochmal schauen, da geht im Ring auch keine Finte rein. Das hatten wir ja gerade schon. Ja, genau. Ich hatte überlegt, ob ich eine mache, aber das wurde ja von vornherein, da haben wir ja auch gesagt, dass das nicht geht. Wege des Schwerts. Müssten wir vielleicht nochmal bei den Initiative-Regeln gucken, aber soll so passen. Die Initiative-Regel für die Distanzklassen gilt nur zum Beginn deines Kampfes. Du hast den Kampf ja aber mit dem Sturmangriff. Ja, der Kampf ist ja wieder neu eröffnet. Ja, du hast den Kampf mit dem Sturmangriff eröffnet. Nicht mit der normalen Annäherung. Genau, das wäre jetzt mein Problem, was ich habe. Ich kann ja. Mach ich gleich. Okay. Das heißt, du hast Gegenhalten gewonnen. Ich habe meinen Sturmangriff nicht geschafft. Dann Schaden. Dann kriegt er meinen Schaden plus seinen. Du hast dir gerade eben aufaddiert. Das sind gerade nur 12 plus 4 plus seine halbe GS. Plus die Ansage. Ja. Aber das ist ihm ja egal. Trefferzone. Mach mal ruhig. Bis bald. Genau, dann kannst du sehen, wie du einen harten Schnitt in sein linkes Bein machst. Du schneidest den schwarzen, nachtschwarzen Schuppenpanzer und während du rausziehst, das Schwert wieder nach oben, siehst du, wie das schwarze Blut an deinem Schwert abperlt, noch ein bisschen auf den Sand spritzt und wenn du nochmal genauer hinsiehst, erkennst du, dass der Schuppenpanzer wieder über das Bein hinüber wächst und die Wunde sich verschließt. Das Wichtige ist, da er seinen Sturmangriff nicht geschafft hat, steht mir auf der Stelle ein Passierschlag zu. Ja. Ist der Schwert um 6 Punkte, weil ich 2 Erleichterung bekomme durch meinen Waffenmodifikator. Ini-Modifikator. Das ist gelungen. Ich gebe dir gerne einen Schaden, wenn du möchtest. Und er verliert 1W6 Punkte Initiative. Gut. Ja, also ich habe das nicht gefunden, dass man beim Passierschlag Interview verliert. Ich habe gerade extra nachgeschlagen, wie es schafft. Warte, ich hatte es gerade. Ich such's nochmal kurz raus. Leider ist der Passierschlag mit der nur auf Seite 54 einmal aufgelistet, auch im Inhaltsverzeichnis und ja. Also beim Passierschlag wäre mir das jetzt auch neu. Du darfst keine Ansage machen. Ist das mit Aufmerksamkeit einer Attacke plus 8? Ja, gib mir bitte eine Sekunde, ich weiß, ich hatte es gerade. Wenn die Attacke gelingt, erzeugt der Passierschlag nicht nur einen Treffer, sondern senkt die Initiative des Getroffenen um 1W6 Punkte. Dann bist du dran. Sturmangriff ist von mir durch. Du hast noch 2 Attacken. Offensichtlich. Hast du seinen Ini-Verlust schon eingetragen? Das mussten wir eben nochmal nachlesen. Einer. Gut. Er hat keine Aktion mehr. Das heißt, ich verwende erstmal eine Aktion zum Orientieren. Ich steige meine Initiative um. Ja, Johnny? Auf die Folge. Wenn du eine 6 gewürfelt hättest. Ach, das wäre nur ein Punkt. Das ist ja lahm. Nee, warte. Ja, doch. Na, deine Initiative Basis ist? 16.
20, genau. Gut. Ja, passt schon. Ist schon richtig. Nächste Aktion. Kurz einatmen. Das ist ein Erfahrungsschlag. Fünfer Wucht. Wäre doppelt gekrittet. Autsch. Ja, krieg ich da was für? Würfel mal den Schaden. Du kannst auch gerne nochmal die Trefferzone bestimmen, das wäre ja wichtig. Oh, leider nur die 15. Also 30 in den Bauch. Der Wuchtschaden wird nicht verdoppelt. Ja, okay, dann warte kurz. Ich hatte 1W6 plus 8, 9, 18 plus 5, 23. Wir ziehen 5 einfach wieder ab, dann sind wir bei 10 mal 2 sind 20, sind 25 Schaden in den Bauch. Ja, so. Dann beschreiben wir mal die Szene. Ja, Lucardus kommt, kommt zum Sturmangriff heran, wird ein wenig zu früh abgefangen. Die beiden gleiten, ohne groß Schaden angerichtet zu haben, meint man von der Tribüne aus, aneinander vorbei. Erlan ist schneller, dreht sich um und schlägt ihm, auch über den Kopf erhoben, dann das Schwert von oben in den Rücken. Ja, man kann wohl das Knacken einer Wirbelsäule vernehmen, wenn Lucardus denn so etwas noch hätte. Ist man bei dieser schattenhaften Gestalt mit den langen schwarzen Haaren nicht ganz sicher, so geisterhaft und schemenhaft, wie er wirkt. Aber er macht weiter, dreht sich um und... Erst einmal auf dich ein. Erstmal ist nicht immun gegen Wundschmerz. Er ist nicht immun gegen Wundschmerz. Okay. Erst einmal, völlig egal was passiert, muss er einem Niederwerfen standhalten. Also es könnte, dass er auf den Boden geht und dass er gleichzeitig noch vor Wunden einige Runden lang schreit. Ja, die Körperkraftprobe zu diesem Niederwerfen ist der Schwert um den Schaden über seiner Körperkraft, den er erhalten hat. Die Trefferpunkte. Nicht Schadenspunkte, Trefferpunkte. Gut, dann würfel ich jetzt nochmal eine 1, 2, 3. So, das ist jetzt, wir haben 25 TP angerichtet. Ja. 25 TP und er hat einen Rüstungsschutz von 5. Sind 20. Dann schaue ich gerade mal in seine Konstitution. 17 und Eisern. Dann bekommt er 2 unten, richtig? Warte kurz, Hälfte zweite, von 17. Die zweite kriegt er bei 17 plus 2 sind 19. Hälfte plus 17 sind 9, hat er eine 11er Wundschwelle. Kriegt der zweite bei 19, ja? Genau, seine KK ist 16. Das heißt, es ist jetzt eine KK-Probe plus 4. Dann erhält er im Übrigen noch die dritte Wunde, weil kritischer Treffer. Wunden bekommt er nicht. Also im Sinne von, die heilen sofort wieder zu. Ja, aber er hat trotzdem drei Wunden, gegen die er sich verteidigen muss, nicht nur eine. Moin, das ist jetzt die KK-Probe, die sollte geschafft sein, das heißt, er ist nicht niedergeworfen. KK-Probe erschwert um, wie hoch ist seine KK? Was hatte ich eben gesagt? 16. Und wir haben ihm 25 gegeben, also 9, erschwert um 9. Wir haben ihm 20 gegeben. Nicht Schadenspunkte, Trefferpunkte. Achso. Ich hab mich extra nochmal korrigiert. Das heißt, sie ist nicht geschafft. Also stürzt zu Boden und verliert 2W6 Punkte Initiative. Gut. Selbstbeherrschung geschafft? Ich muss gerade gucken, was ist denn das zweite in der Selbstbeherrschung? Mutkonstikatorhaft. Mutkonstikatorhaft. Die 17, das heißt, er muss nur einen Punkt ausgeben. Erschwert um 12. Erschwert um 12. Ich gucke gerade, ob die Selbstbeherrschung, die hier angegeben ist. Kampf, wichtige Talente, Selbstbeherrschung 12, 18, 17, 16. Ist ganz knapp nicht geschafft, ein Punkt zu wenig, ne? Mhm. Der eine Punkt, der eben gerade in der Mitte bei der KK fehlt. Gut. 1W6 plus x Kampfrunden lang Kampf umgehen. Ja, er verdient 1W6 plus 3. Er verdient 1W6 plus 3. 1W6 plus 3 Kampfrunden lang ist er jetzt kampfunfähig und schreit, also ist vor Schmerz am Boden. Vielleicht schreit er nicht, weil er ein Golgarit ist, aber zumindest kann er nicht weiter kämpfen. Heulende Finsternis, die jetzt über Jahre hereinbricht. So, er verliert 2W6 Initiative, hast du gesagt, 10 Stück. Mhm. Und das auf der 12. Und fängt jetzt mit diesem Schreien und Heulen an. Das ist, wie gesagt, Tagunitot, die jetzt aus ihm selber spricht. Ich beiß die Zähne zusammen. Machen wir eine Mutprobe. Ja. Chip. Geschafft. Gut. Pack ihn einfach am Kragen, am Haarschopf, was auch immer ich zu packen kriege. Und schleife ihn aus dem Ring. Gut, dann wollen schmeiß ich ihn. Er hat eine schwere Rüstung an, also wird es eher so ein kleines Zerren werden. Irgendwann komme ich dann an dieser weißen Linie an. Zieh ihn da Hand da drüber. Warte. Ich gehe jetzt erstmal kreistiefer. Jo, herzlich willkommen im Kreis gegen Paktierer.
Du elender Sauser. Und damit hört wahrscheinlich sein Wunschschwert jetzt auf. Ja, richtig. Du hast ihn gerade versucht, so ein bisschen unwürdig am Kragen zu packen. Du siehst, wie diese vier Schatten, die auf den Boden geworfen werden, kurz verschwinden, zu einem einzigen werden. Und dann liegt er am Boden, wird dieser Schatten, der sich gerade gebündelt hat, und steht wieder auf. Wie ein schwarzer Nachtmar. Aus seinen finstersten Träumen erhebt er sich wieder. Sein Rabenschnabel, der eben noch in der Mitte lag, wächst wieder aus den Schatten heraus und wieder tropft braune Flüssigkeit herunter. Die heulende Finsternis ist mit ihm. Der Kampf geht weiter. Ich mache, während du dich kurz orientierst, ebenso eine Orientierung. Okay. Und bin wieder auf der 23. Immerhin hast du Lucardus einen Kreis tiefer getrieben. Das ist echt gut. Junge, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen, fertig zu sein. Alles klar. Bis maximal Kreis 5 kann ich gehen. Bis Träume von Tod. Los geht's. Habt euch ein bisschen entfernt. Gut. Du musst handeln. Du hast die kleinere Initiative. Nächste Kampfrunde. Nur zum Protokoll. Wir stehen jetzt wieder auf DKS, weil Kampfbeginn. Ja? Kampfbeginn, ja. Gut. Dann eine Aktion. Artefaktauslöser Acceleratus. Mhm. Dann gehst du auf die... Meine Indie-Basis wird verdoppelt. 16 mal 2 sind 32. 32 plus 6. Plus 4. Minus. Nee, plus 4. Plus 6 vom Würfel, minus 4 Behinderung, plus 2 vom Schwert, also ja, plus 4. Ja, genau, sag ich ja. 32, dann bist du auf der 36. Es gibt mir um. Johnny, kannst du mir kurz raussuchen, was ich davon kriege? Du kriegst aber 31, 21, 2 Punkte Parade-Basis und du bekommst für 21 und 31. Jeweils zwei freie Aktionen insgesamt dazu. Also sagen, du bist auf vier standardmäßig, wenn du da in der City bleibst. Vier freie Aktionen, zwei Punkte Parade-Basis Erleichterung. Aber eine zusätzliche Parade kriege ich nicht, oder? Mir war da mal so. Nein, du kriegst freie Aktionen. Freie Aktion. Kannst also drei Worte alles klar. Reden. Das mehr, du kannst mehr freies Ausweichen machen damit. Freies Ausweichen. Aktionsschritt. Das war deine erste Aktion. Möchtest du noch irgendwas tun? Ich habe mehr Indie als er. Was wird er tun? Er greift dich jetzt mit Finden an. Er will treffen. Nur treffen. Okay. Einen Moment. Er kann mich nicht mit Finden angreifen, da werden Distanzklasse zu hoch sein. Das ist richtig. Oh, ganz normaler Angriff. Gut, ich lasse ihn kommen. Ich pariere das. Wie viele Aktionen dauert deine Achse? Eine. Achso, wie viel Wirkungsdauer? Ja. Lass mich nachschauen, es müssten so im Drehbereich von 22 Aktionen, Kampfrunden sein. Ja, ich mach ganz normalen Angriff. Die falsche Distanzklasse war eine plus 6. Ja, es sind 24 Kampfrunden. Also, wenn jemand mitzählen könnte, den nicht gerade würfeln ist. Dann darfst du. Ja, parieren wir das, ist erleichtert um insgesamt 4. Und damit gelungen. Mhm. Muss jetzt auf die 20 hoffen, sonst macht das nicht so viel Spaß. Ja, Er hat keine Aktion mehr. Warum? Wo halt er sich eine Aktion orientiert. Du hast richtig. Ja, ist richtig. Deswegen kommt jetzt der Befreiungsschlag und ich würde mal sagen mit der Fünferwuchtansage drauf. Danke. Würde treffen. Gucken wir uns die Trefferpunkte an. Das sind nur die 18. In den Bauch. Mhm. Er müsste wieder einer Körperkraft erschwert um TP über seiner Körperkraft schaffen. Den Sensor-Taco habe ich auch noch drauf. Danke sehr. Der ist bis jetzt aber noch nicht zum Tragen gekommen. So viele rasische Namen. Ja, Schaden hattest du gewürfelt. Jetzt muss er was machen? Eine Körperkraftprobe? Körperkraft erschwert um Schaden um TP über seiner Körperkraft. Das ist aber geschafft und er verliert nur 1W6 in ihm. Stück. 18. Nächste Kampfrunde. Albtraum erzeugen ist eine dunkle Gabe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich ziehe vor. Okay, dann würden sie vor. Machen wir es mal. Befreiungsschlag. Es werden die 5er Wucht. Ach, wir stehen auf Distanzklasse P. Haha, richtig. Seit wann? Seit ich ihn gerade zurückgedrängt habe. Achso. Das heißt, wir machen Freiaktionen. Schritt ran. Kannst du nicht?
Du kannst nicht einfach die Distanz wechseln. Du hast recht, kann ich nicht. Stattdessen machen wir einen Ausfall. Und ich möchte den ersten... Du kannst keine Ansagen machen. Doch, denn der erste Angriff des Ausfalls darf zum Verkürzen der Distanzklasse benutzt werden. Du kannst? Naja, also, das ist erstmal eine Sonderfertigkeit. Ja. Die kannst du nicht benutzen, wenn du auf der falschen Distanzklasse steht. Punkt. Stimmt. Stimmt, du hast recht. Das müsste dann so gehen, dass man... Du okay, P, ja, du hast du recht. Drei. Verkürzen natürlich. Gut. Das stellst Fragen, Frosty. Ja, dann los. Fragen? Wir haben verkürzt. Das ist ein Angriff plus 4? Nee, unerschwert. Plus 4 zum Vergrößern. Er darf das parieren, wenn er möchte. Aber nicht, weil er auch das P nicht dagegen halten kann. So, jetzt bin ich aber immer noch schneller als er. Ja, wir sind 8 initiative Phasen drunter von der 34. Minus 8 ist immer noch höher. Gibt's dann? 3. Und ich falle aus. Darfst du jetzt? Darf ich jetzt? Hätte ich gern in den ersten 2 Fenster rein für insgesamt die 6. Was macht der Ausfall? Er zwingt ihn in die Defensive. Er zwingt ihn zu parieren, außer ihm geschafft, einen Mutwurf zu gelingen. Dann kann er stehen bleiben, wo der was anderes machen kann, wie zum Beispiel ein Albtraum hier. 18, Mut 18. Er hat Mut 18. Oh, ist das gut. Er hat sogar Charisma 19. Okay, dann nimmt er jetzt den Treffer. Ja, mach Schaden. Gar nicht mal so viel. Hätte ich den Kahn, wo die hingehen. 11 minus 8 sind halt, 11 minus 5. Ist halt egal. Reißt ihm weiter schwarze Materie vom Körper, die dann nachwächst. Und er würfelt seine dunkle Garten. Weil wir aber immer noch nicht fertig sind. Warum? Da meine umgewandelte Aktion 8 Aktionen nach meiner ersten stattfindet und der Unterschied zwischen uns größer ist als 8 in die Phasen, darf ich erst nochmal. Warte mal, 34 minus 8? Minus 16, er hat ja 2x 8 jetzt gemacht. Genau, so. Die zweite kommt nach minus 4. Minus 8, minus 8. Zumindest im BHK kommt sie nach 4. Minus 8, minus 8. Meinetwegen? Minus 8, minus 8. Schauen wir uns das mal an. 36 minus 16. Kommen wir auf die 20, das heißt, ich bin immer noch vor ihm dran. Gut, dann darfst du jetzt. Wenn er da am Hantieren ist. Wenn er am Hantieren ist, wird er 34 minus 16, da kommst du nie auf die 20. Da kommst du recht, da habe ich vertippt. Dann, ach, zumindest trotzdem schneller, weil du die höhere Basis hast. Weil ich die höhere Basis habe. Aber ja, warte, aber wir rechnen nicht ordentlich. Ja, ich sonst muss mich wohl vertippt haben. Sonst kommt hier ein Spielleiterhammer. Ich habe immer noch, ich kann euch fragen, was er tun wird. Wenn er jetzt am Hantieren ist, wird er sonst noch was tun, diese Runde? Er braucht doch nur die nächste Aktion zu sagen, nicht alle. Ich wollte gerade sagen, also er wird jetzt eine Aktion erstmal benötigen, um seine dunkle Gabe zu benutzen. Ist immer noch das Gleiche, was er macht. Es kann ja sein, dass es eine Reaktion ist, dass er irgendwas parieren will. Er darf auch umwandeln. Deswegen, er darf auch umwandeln. Gut, dann soll er seine Aktionen bitte benutzen. Gut, dann kommt jetzt die dunkle Gabe Albträume erzeugen. Muss er mich dafür nicht anfassen? So. Dann schauen wir mal rein. WDZ. Wo ist WDZ? Will mir jemand helfen? Seite 245. Die Reichweite dieser Gabe beträgt TAW Meilen und der Paktierer muss sich im Besitz mindestens eines persönlichen Gegenstandes des Opfers befinden. Tja, da hat er wohl irgendwie mal von deinen Feinden ein Haar von dir zugespielt bekommen oder so. Genau, wird er sicherlich bekommen haben. Ich glaube nicht, dass ein Haar ein persönlicher Gegenstand ist. Ja genau, die Frage ist, was ist ein persönlicher Gegenstand? Ich würde also, ja sagen, ein Teil deines Zügels von dem Pferd zum Beispiel könnte so ein Teil sein, das könnten die Grollen ihm verkauft haben. Ich finde das gut. Ich finde, die Zügel von deinem Pferd waren schon sehr persönlich. Du hast es etwas übel genommen, als wir gesagt haben, dass das Pferd weg war. Ja, also ich würde gerade sagen, die Oger haben dein Pferd fressen lassen. Er war in der Nähe, er ist gerade angekommen und er wird sich natürlich dann auch seine Gedanken gemacht haben. Er ist ja nicht nur irgendein namenloser NPC, du hast die Grollen... Vielleicht sind die Grollen auf ihn zugekommen und haben mir ein Angebot gemacht. Ja, perfekt. Ich möchte formell Protest einlegen, aber ich muss es wohl akzeptieren. Ja. Was ich noch von dir wüsste, ist... Kann er diesen Traum erzeugen, während ich wach bin? Ja, klar. Also, du kannst Albträume erzeugen und das geht gerade bei Tagunitot, auch wenn du noch bei Bewusstsein bist. Realitätsdichte. Hast du da eine Regelstelle für mich? Ja, Realitätsdichte, ich bin gerade dabei. Die Gabe wird auf Clinch plus MR probiert. Der Einsatz kostet Ausdauerpunkte, das ist quasi egal. Ja, dann bekommt er jetzt Wahnvorstellungen, dann sieht er irgendwelche Monster jetzt auf einmal. Genau, das sind Wahnvorstellungen, Halluzinationen, das ist denn im Wachgeist.